Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher. Es ist ja mittlerweile Nacht geworden. Hier in dem schönen Vordörfchen. Wir gehen mal in die Kapelle und werden dort den guten Mann begraben. Wir sind das erste Mal in der Kapelle, fällt mir gerade auf. Da war ich noch gar nicht drin. Kann man hier klauen? Hier kann man bestimmt klauen. Was gibt's denn hier? Hier gibt's Geld. So, das ist jetzt meins. Das sind die Spenden, quasi. Was gibt's hier so auf dem Altar? Guck mal, da gibt's auch was. Also, da gab's nichts. Ich habe nichts gesehen, zumindest. Hier ist die Treppe nach unten. Hier geht es in die Gruft. Dort ist der Sarkophag. Und dort werden wir Leuwarden... Kennt ihr mich noch? Nein. Ich erinnere mich. Ihr doch, habt mich anscheinend gejagt. Schon. Ihr und eure abscheuliche Jagdgesellschaft. Das tue ich immer noch. Nur das Wort jagen trifft es nicht ganz. Wieso nicht? Meine Aufgabe ist es, ein Schicksal zu erfüllen. Angenommen, ich glaube euch. Verratet ihr mir mein Schicksal? Schicksal ist ein zweischneidiges Schwert. Ihr seid die eine Schneide. Die andere ist... Es gibt kein Schicksal, nur Zufall und Wahrscheinlichkeit. Ihr beginnt zu schwafeln. Sagt, was ihr zu sagen habt. Wahrscheinlich tot. Tot. Ich folge euch und warte darauf, dass ihr einen Fehler macht. Das ist nicht alles. Aha. Es gibt den Tod, aber auch den freien Willen. Ich werde die Salamandra finden und mein eigenes Schicksal erfüllen. Ich werde warten, Wolf. Ja, dann warte doch. Eindreon! Wasser auf Leo! Tuffle! Ja, du siehst schon so aus wie ein Tuffle. Ihr verspottet das Schicksal. Ihr verspottet es und spielt mit ihm. Es ist ein zweischneidiges Schwert. Ihr seid die eine Schneide und die andere ist... der Tod? Nein, wir sind es, die gestorben sind. Euretwegen. Da er euch nicht zu fassen kriegt, begnügt er sich mit uns. Der Tod folgt euch auf Schritt und Tritt, weißer Wolf. Aber andere sterben. Euretwegen. Junge, oh, jetzt greift er mich an. Dein Ernst? Moment. Junge. Okay. Dann halt den schnellen Kampfstil. Aua, Alter, der trifft mich die ganze Zeit, der Mongo, warte mal. Jetzt, hau ihn nochmal um, Junge. Okay. Dann hau ihn halt nicht um, dann lass es sein, dann ist mir das doch Schnuppe. Dann benutzen wir das jetzt halt nicht. Oh, ich habe wieder abgebrochen, verdammt. Geduld, Geduld, ist eine Tugend und wir haben einen Geist getötet, so sieht's nämlich aus. Ein Geist, papalapap. Roter ein Stück eines roten Meteorits, aus dem ein Schmied ein Schwert schmieden könnte. Ihr braucht 3 Meteoritenteile, um ein Schwert herzustellen. Der Einsatz von mehr als einem Teil der gleichen Farbe kann besondere Boni bewirken. Doppelklicken oder ziehen, um den Gegenstand zu nehmen. Nö, ich drück einfach hier drauf. Nice, 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 nice. Das heißt, wir bräuchten noch 2 Meteoritenteile und dann können wir uns unser eigenes Silberschwertchen basteln. Das ist doch mal ziemlich geiler Scheiß. So, ich muss mir cool... Ja, ach wieder, ich muss zu, nicht ich muss, Junge, lern lesen. So, 3 ertrunkene Gehirne, bla bla bla. Ich muss mir cool aufsuchen. Es ist Zeit, meinen Lohn für Leuwarden abzuholen. Jetzt muss ich auch nochmal zu ihm gehen im Grunde. Klar. Denn er schuldet mir mein Geld. Wenn man so möchte. Allerdings würde ich sagen, wir gehen jetzt auch erstmal schnell zu Mikul. Ich hoffe, der ist jetzt da, der Junge. Da lang, genau. Und den Rest können wir ja, glaube ich, auch danach machen. Das muss man ja jetzt nicht sofort. Wird der noch offen bleiben? Oh, weiße Myrte. Ui! Oh, das ist cool. Cool, cool, cool. Da muss ich natürlich nur wissen. Ich weiß, glaube ich, wie ich die tauschen kann. Das ist aber umständlich. Muss ich die so tauschen, zufällig? Ich glaube, ja, ne? Minus ein Starschild, das im Kampf gegen Menschen dient. Unwirksam gegen die meisten Ungeheuer wird bei Kampfstil des Hexers verwendet. Minus 20% Schaden, deine Mutter, Junge. Ne.
Das kann ich so leider nicht annehmen. Das heißt, das Schwert ist erstmal nur so schmückendes Beiwerk. Das ist ja blöd, dass ich nicht, Aber das geht bestimmt auch, oder? Es gibt bestimmt eine Schnelltaste dafür. Die Mini-Ruckler sind irgendwie immer noch da. Ich weiß nicht, warum. Ich muss da noch mal hart nach einem Fehler suchen, aber es dürfte eigentlich keinen geben. Normalerweise müsste der Rechner das locker aushalten. Irgendwas kackt da gerade rum. Naja, ich muss mal schauen. Wir reden erstmal mit Mikul. Aha. So, bam. Die Ghule in der Gruft sind erledigt. Tausend Dank. Hier ist ein Monatslohn. Ha, die Jungs werden überglücklich sein. Die wollten in der Gruft nach Schätzen suchen. Eine der Wände einreißen. Ich fand den Leichnam einer jungen Frau im Inneren. Die Ghule wollten sie holen. Junge Frau? Nein. Das darf nicht wahr sein. Meine Ilsa? Ich liebte sie so sehr. Ach, da kommt ihren schon noch Namen kenne ich nicht. Anscheinend hat sie sich vergiftet. Nein, nein, nein! Das war diese abscheuliche Hexe! Diese Teufelsnutte hat meine Ilsa vergiftet! Nein! Euer Verlust tut mir leid. Aber ich muss jetzt alles über die Salamandra wissen. Die haben Pässe, oh ja! Lasst mich in Ruhe. Ihr habt den bösen Blick, ihr bringt schlechte Kunde. Hinfort! Vergesst nicht, dem Geistlichen zu sagen, dass ich diese Ghule erledigt habe. Lebt wohl. Was bist denn du für ein Arsch? Ich bringe schlechte Kunde. Kann ich da wohl nichts für? Alter, das ist ein ganzer Monatslohn. 200 Orens. Ihr kriegt da ganz schön wenig Geld, muss ich sagen. Okay, wir müssen ja wieder mit dem Geistlichen reden. Das werden wir auch dann. Wir machen das alles. Kein Problem. Aber ich möchte erstmal zur Hexe gehen. Zur Teufels... Piep! Zur Teufelsnütte, wie er sie bezeichnet hat. Ich zitiere ihn nur. Aber vorher gehen wir, glaube ich, zu Leuwarden, denn wir wollen unsere Kohle haben. Das kann nämlich so gar nicht sein, dass wir ihn da ungestraft oder unbezahlt vielmehr entkommen lassen. Da müssen wir nämlich erstmal hier zur Raststätte jetzt latschen. Das ist auch mal ein guter Fußmarsch hier. Bei Nacht. Oder ich gehe vorher zu Abigail. Das könnte ich natürlich auch machen. Ah, lauf mal hier schön rum und patrouilliert. Das sah ein bisschen von Weitem komisch aus mit der Fackel. Naja, gut, ist ja auch nicht so schlimm, mein Gott. Oh, Schöllkraut. Nehmen wir mit. Können wir immer gebrauchen für ein leckeres Teechen oder so. Man weiß ja nie. Oder gehe ich jetzt schon zu Abigail und dann Leuwarden und dann zurück? Aber eigentlich ist es ja blöd, weil ich komme ja dann nochmal an ihr vorbei. Und ach, Mensch, ich bin so unentschlossen. Ich glaube, ich gehe erstmal zu Leuwarden und dann gehe ich zu Abigail. Warum ruckt das Spiel? Ich finde das nicht gut. Das wird irgendwelche gravierenden Faktoren haben, warum es so ist. Ach, jetzt hat die Fresse, du blöder Hund. Sonst komm ich gleich vorbei und hau dich. Da hau ich dir kaputt. So. Ah ne, wir wollen ja zu Leuwarden erst gehen. Genau. Dann brauche ich gar nicht die Map öffnen. Bleibt einfach alles so, wie es ist. So, jetzt muss ich die Map doch mal kurz öffnen, weil ich mal gucken muss, wo bin ich denn überhaupt? Oh, ich bin hier. Boah, Alter, ist ja noch voll der lange Weg. Wer bist du? Du bist ein Reisender. Na, nachts allein? Der wollte anscheinend nicht mit mir reden. Alter, die Musik ist auch immer geil. Ba, 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 ba. So, zack, weg, Junge. Keine Chance, Alter. Die Streiche des Schwerts sind viel, viel stärker, habe ich das Gefühl. Der braucht viel weniger Schläge, der gute Bursche. Alter, was ist denn hier los? Hier geht's ja richtig ab. Seid ruhig Gäste. Hoch. Traut euch. Diese widerspenstige Muskel. Was war das denn? Hätten sie ja mal ruhig hier, ist ja auch super. Aber jetzt gibt's auf die Fresse, wenn der Hexer das kommt. Werdet ihr bereuen. Seid ihr's? Hexer, Hilfe! Schwund ab, Mehlhaut, hier sind keine Ungeheuer. Schrumpfen euch die Eier, Butch. Schnauzeweib, ich zeig euch ein paar Eier. Ja, wahrscheinlich ganz kleine Nüsschen hast du.
Warum? Achso, Bronze. Nein, die werdet ihr in Bälde verlieren. So sieht's aus. Die werdet ihr in Bälde verlieren. Als ob wir eine heulende Maid hier einfach alleine lassen würden. Wir werden natürlich mal zack, 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 bam und so. Aua. Oh. Euren Spaß, ihr haltet überhaupt nichts aus, Alter. Was ist denn hier los mit den ganzen Gegnern? Die kriegen ja auf die Fresse hintereinander weg, weißt du, und tot. Ist ja unglaublich. Der Hexer ist OP. Hilft ihr mir? Ich fürchte mich vor Hunden und Strolchen. Doch ich muss nach Hause. Ach komm. Gewiss doch. Na, gewiss doch. Ja, wo wohnst du denn? Ich muss Vesna auf dem Weg zu ihrer irgendwas. Ja, wo? Ja, und wo muss die jetzt hin? Woher soll ich denn wissen, wo die wohnt? Jungs! Wo wohnt die denn? So. Och, Junge. Läuft die mir eigentlich hinterher? Läufst du mir hinterher? Kommst du mit? Ja, nee, du bleibst da stehen. Okay. Dann gucken wir erstmal, was die Jungs und mir, die... Na, scheiße, ich bin voll, ey, das ist so kacke. Nein. Okay, wir essen jetzt erstmal lecker Brot. Lecker Brot. Hau dir mal das Brot rein, Hexer. Und ich würde sagen, du haust dir einfach das andere Leib auch noch zwischen die Kiemen. Ach, was will ich mit der Axt, Junge? Du hast ein bisschen Bier, aber doch, das Bier haben wir sogar. Kann man alles also stacken, das ist gut. So, dann komm mal mit, Holde Maid. Wir müssen irgendwie in die Stadt erstmal rein. Ich muss mein Geld holen, dann bringe ich dich aber auch nach Hause, ne? Ich will ja nicht, dass dir was passiert auf dem Weg. So, Tür. Uff. Und dann geht es... Erstmal kurz ins Gasthaus. Ich hoffe, der alte Leuwarm, der alte Tu nicht gut ist, überhaupt jetzt da. Oder der schläft. Der schläft wahrscheinlich, der Mongo. Das wäre jetzt natürlich kacke, wa? Also wenn der jetzt schläft, dann ist es blöd. Aber wahrscheinlich tut er das. Ja. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Na gut, ich muss tagsüber wiederkommen. Oh, na, da muss ich mich irgendwann... bemühen, einfach nochmal herzukommen, wenn es denn Tag ist. Na gut, dann machen wir das jetzt anders. Bevor wir, also hier ist ihr Haus, kein Problem, wir werden jetzt erstmal zu Abigail gehen, weil jetzt hole ich mir aber, bevor wir da irgendwie was anderes machen, erst einmal den Trank, der müsste ja inzwischen fertig sein. Wäre ein Unding, wenn nicht. Komm her, du Köter. Alter, und Spaß, die hier, ihr macht das, ihr habt's drauf. Alter Junge! Hilfe! Ah! Sie greifen mich an! Warum greift ihr mich denn an? Ich hab doch nur den Hund töten wollen. Ich bringe. Oh nee, lass mich doch in Ruhe. Hilfe! Habt ihr das gesehen? Bam bam, hier. Zu! Und zah! Die wissen gar nicht mehr, wie ihnen geschieht, wenn ich hier hin und her flitze. Hier sind wir hinter mir, verdammt. Hier ist noch so ein Hund. Hilfe! Kümmert ihr euch um die Hunde oder hast du noch. Och nö, kommt. Ach Jungs. Wie Mörder? Ich habe gar nichts gemacht. Ach, ihr greift mich jetzt an, dann muss ich euch leider töten. Tut mir ja voll leid, aber... Ich bin gleich tot. Ich bin tot. Ach, warum haben die mich denn angegriffen, die Mongos? Ja, super. Mein letztes Safe-Game war natürlich hier. Das war ein Autosave. Wann war denn das? Da war auch ein Autosave. Ja, lad doch mal bitte. Wann war das denn? Als wir wieder rausgekommen sind oder als wir reingegangen sind? Das werden wir wohl gerade gleich eben mal so erfahren. Dorfgasthaus. Achso, wir waren da im Haus drin. Ich will jetzt gar nichts tun. Ihr könnt mich mal voll am Arsch lecken. Ihr macht das jetzt alleine. Ist mir doch egal. So, Leuwarden ist nicht da. Schön, schön. So, ich bin wieder draußen. Jetzt könnt ihr mir mal voll an der Puppe schmatzen. Ich mach gar nichts für euch. Macht euren Scheiß alleine. Wenn ihr die Dienste eines Hexers nicht benötigt, dann werde ich euch auch nicht helfen. So, gute Vesna Hood. Ist ja geil, die heißt Hood. Na, wo ist denn dein Bruder Robin? So. Alter, ganz ehrlich, wisst ihr, nö, kein Bock.
Boah, jetzt geht doch einfach weg, ey, ohne Spaß. Verpisst euch. So, komm mit. Mrs. Hood. Was für ein Kampfstil haben wir eigentlich gerade? Ich habe keine Ahnung, irgendein. Was war denn X nochmal? Ich habe keine Ahnung. Regen! Schön! Ah. Jetzt sind wir hier auf dem Power-Dingsbums. Hund! Lasst ab von diesem armen Bauern. Der kann doch nichts dafür, dass du so scheiße aussiehst. So, hier. Oh. Warte mal, jetzt schnetzel ich dich weg. Bam, bam. Hier, weg mit dir. Oh. Verzeihung, Holdemite. Die hat einen sehr tiefreichenden Blick. Auf jeden Fall. Das Problem ist, ich habe irgendwie das Gefühl, sie ist dafür verantwortlich. Was? Schon wieder? Ist ja unglaublich hier mit den Hunden, ey. Ohne Spaß. Wie? Hilfe? Oh, ey. Ach, Mädchen. Ich kann den doch jetzt nicht angreifen, Mann. Haltet den Mörder! Die soll weggehen. Ich treffe die sonst nur und dann ist sie tot. Jetzt komm mit. Meine Güte. Jetzt lass mich doch mal hier vorbei, Hexer. Du kannst doch wohl über so eine komische Steine gehen. Das ist doch unglaublich. Ich weiß, da waren Überreste, aber... Moment. Hä? Boah, Junge. Jetzt bin ich ja auch noch voll in eine Falle gelaufen. Das ist doch beschießen. Ich muss unbedingt ein paar Sachen aus dem Inventar verkaufen. Hier kommt bestimmt gleich noch so ein Köter. Ich brauche doch den Trank von Abigale. Von Abigail. Ist sie noch hinter mir? Ja. Da hinten kommt sie angetrüdelt. Die wird den Weg zu mir schon finden. Und dann bringen wir die aber auch nach Hause. Wird ja eh schon ein bisschen spät, ne? Ach, guck mal, der Balken ist ja auch schon wieder fast voll. Wo denn jetzt schon wieder? Alter, jetzt schon wieder da hinten zwei so eine Köter, ey. Hier, komm auf die Fresse. Weißt du, zack, zack, zack. Hier, down. Nicht. Jetzt down. Und jetzt kriegst du noch auf die Fresse. Ich rate dir, Mädchen, geh mal ein bisschen weg. Wieso kämpfen die überhaupt mit? Die sollen sich verpissen, ey, ohne Spaß. Was nervig. Es sind diese Hunde. Diese Höllenhunde. Ja, ich glaube, das bist ihr ja seid du. Gerettet. Sie sind fort. Mir dünkt, sie hat etwas damit zu tun. Überreste. Ja, komm, wir nehmen mit, was wir mitnehmen können. So, wo ist denn jetzt das Haus von Abigail? Abigail natürlich. Ich werde mal versuchen, sie beim richtigen Namen zu nennen. So, das müsste hier irgendwo sein. Wo ist das denn? Ja, wo ist das denn? Ach, ich bin auch voll gar nicht mehr voll nicht auf dem Weg zu Abigail. Wo ist sie? Komm mal ein bisschen schneller, ey. Ich bin ja schneller im Rückwärtslaufen als du vorwärts. Ich wollte eigentlich zu Abigail. Na gut, dann bringen wir sie halt jetzt nach Hause. Ist ja eh hier immer hin und her und so. Noch mehr Regen. Ja und, jetzt? Was wolltest du mir jetzt da... Oh, jetzt kommen noch mehr Köter hier. Boah, ey. Ich bring die gleich selber um. Ohne Spaß. Jetzt greif doch mal an. Komischer Typ. Boah, komischer Typ. Junge. Ich kann gerade nicht. Ich habe andere Probleme. So, komm, Köter. Komm hier hin. Komm, jetzt greif doch mal an. Oh, Junge. So, geht doch. So. Weggeschnitzelt. Sie waren hinter uns her. Als würde irgendetwas sie kontrollieren. Los jetzt. Wir sind fast da. Also, ich glaube, sie hat was damit zu tun. Ich glaube, ich habe das noch gar nicht erwähnt. Ich wollte das jetzt hiermit mal so tun, meinen Verdacht kundtun sozusagen. Oh, Schöllkraut, nehme ich mit. Jetzt geh doch mal. Hexer. So, hier ist Abigails Hütte. Hier ist ihre Butze sozusagen. Na gut, dann gehen wir mal da rein in die Butze. Haus von Vesnas Großmutter. Kommt sie auch? Nein? Na gut, dann gehe ich wieder raus. Ist ja kein Problem. Dann warten wir halt auf sie. Wir sind da. Hab Dank. Wie kann ich euch das vergelten? Ich hätte da schon eine Idee. Ach, nichts zu danken. Nichts zu danken. Auf bald. So, jetzt habe ich für dich eine ganze Folge vertrödelt hier. Ach, Köter jetzt. Ach nö, das macht ihr jetzt alleine, sonst treffe ich. Hier, den kann ich noch für euch übernehmen. Aber den anderen, ne.
Weil ich will mir nicht die Schuhe anziehen, hier irgendwie Leute zu töten, weißt du, obwohl ich nur helfen wollte. Ach, wobei, jetzt kann ich. Die sind ja sowieso alle tot. Da die alle tot sind, kann ich ja die hier töten. Ist ja im Grunde kein Problem, so. Wunderbar. Jetzt habe ich eine ganze Folge vertrödelt, sie nach Hause zu bringen. Naja, gut, eine halbe Folge. Tja. Dann machen wir uns wieder auf den Weg zurück zu Abigails Haus. Ich werde das schon mal markieren. Natürlich nicht hier, sondern in der Map. So. Und würde einfach sagen, ich beende die Folge, bedanke mich bei euch wie immer fürs Einschalten. Hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Bis dahin, haut rein, Leute.